Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zum Battle Pass von Conan Exiles. Heute geht es darum, dass wir als Herausforderung eine Kriegsbemalung herstellen müssen. Das ist an sich eigentlich gar nicht so schwer und ist auch ziemlich kostengünstig, wenn ihr dann eine kleine Voraussetzung erfüllt. Und zwar ist das dieses große klobige Ding hier, nämlich die Färberwerkbank. Um allerdings alles soweit herstellen zu können, müsst ihr beispielsweise unter Rüstung hier die dekorativen Kriegsbemalungen erstmal freischalten. Das erfordert dann 2 Punkte noch im Voraus. Und natürlich entsprechend auch die Färberwerkbank. Wenn ihr beides dann freigeschaltet habt, dann könnt ihr irgendeine von diesen Kriegsbemalungen hier aussuchen. In dem Fall zum Beispiel nehmen wir jetzt mal die Kriegsbemalung Blüte. Das kostet nur eine Pflanzenfaser, einen Tuschepinsel und ein grünes Färbemittel. Das stellt ihr euch mal eben kurz her. Und damit habt ihr dann die Herausforderung abgeschlossen. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video weitergeholfen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und ihr könnt natürlich auch gerne die weiteren Videos zum Thema Conan Battle Pass anschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.